Sondersendung. Ja, GMX fährt einen propagandistischen Großangriff gegen Schweden. Ja, sozusagen der Sonderweg habe einen hohen Preis, der schwedische Sonderweg. Ja, und dann wird auch natürlich noch ein Arzt zitiert, von dem wir ja immer erklärt haben, wie es zu den Irrtümern von Ärzten notwendigerweise und zwangsläufig kommt, zu den sogenannten gewinnbringenden Irrtümern in der Marktwirtschaft kommt. Und und jetzt gucken wir uns nur kurz die Zahlen an, weil der offensichtlich man ja damit versucht, aktiv dem Euromomo zu widersprechen. Und da wir von Euromomo keine neuen Zahlen haben, müssen wir die Zahlen mal selber machen, ja, und selber schauen. Also, in Deutschland mit etwa 8-mal so viel Einwohnern, Schweden hat also über 10 Millionen Einwohner, ungefähr ein Achtel von Deutschland. In Deutschland sterben jedes Jahr circa 930.000 Menschen sowieso und ganz ohne Corona und so weiter. Einfach so, weil sie wahrscheinlich aufgrund ihrer krankmachenden Lebensweise, Ernährungsweise, Lebensstil einfach so weit ihr Immunsystem und ihr Körper zerstört haben aufgrund der Marktwirtschaft, in der sie leben, dass sie dann halt dran sind. Eben zu früh, nicht mit 127 sterben, sondern eben mit circa 80 Jahren sterben, also über 40 Jahre zu früh sterben. Das ist aber ganz normal und solange wir die Marktwirtschaft haben, wird das auch so bleiben, dass wir so früh sterben, ja. Und jetzt sterben also 930.000 pro Jahr in Schweden. Schweden hat also ein Achtel der Einwohner, dann dürften dort ungefähr über den Daumen, wir wollen es nicht übertreiben mit der Genauigkeit, jedes Jahr 116.000 Menschen sterben ganz normal in Schweden, ja? Sozusagen. Und jetzt gucken wir dann, wir reden ja von den letzten 4 Monaten. Angeblich gäbe es ja dann so innerhalb der letzten 4 Monate etwa 1500 angebliche Corona-Tote. Das wissen wir natürlich nicht, weil das uns ja auch nur Ärzte gesagt haben. Da haben also interessierte Personengruppen, die selber in diesem Geschäft verdienen und arbeiten, haben uns gesagt, das seien Corona-Tote. Das müssen wir jetzt mal einfach, wir übernehmen das jetzt einfach mal, obwohl wir das natürlich nicht wissen, übernehmen wir das jetzt einfach. Und sagen, das würde jetzt mal, wir nehmen jetzt mal an, es würde vielleicht stimmen. Ja, dann hätten wir 1500 Tote. Jetzt gucken wir in den letzten 4 Monaten. Da müssen wir das Jahr hat 12 Monate, müssen wir durch 3 teilen. Durch 3 teilen. Das heißt, in den letzten 4 Monaten wären ganz normal übers Jahr verteilt sowieso 38.750 Menschen gestorben in Schweden. Ganz normal. Jetzt müssen wir aber noch einen Winterzuschlag geben, denn im Winter hat Schweden ja laut Euromomo, wo ist es, ja, zum Beispiel hier, das sind ja, wo ist Schweden? Ja, das ist Schweden. Ja, die haben hier zum Beispiel ja einen kräftigen Wintersterblichkeitsberg, ja, und so weiter. Also doch immerhin auch schon mal eine ganz normale. Und wenn Schweden sich hierüber nicht aufgeregt hat, über diesen Berg, was ja schon eine ganze Menge Wintersterblichkeit bedeutet, dann ist das eben, weil die wissen, dass man das Sterben eben nicht verhindern kann. Ja? Weil die Menschen, die da sterben, sind schon so vorgeschädigt, dass sie natürlich ein Windhauch schon umblasen kann sozusagen. Und das verhindern zu wollen und dafür die gesamte schwedische Wirtschaft zu ruinieren, das ist halt nicht sinnvoll. Ne? Man muss versuchen, diese Menschen, die gefährdet sind wie von einem Windhauch, die muss man so behandeln, wie man Menschen behandelt, die kein Immunsystem mehr haben. Genau darum geht es ja auch. Die schickt man in Quarantäne, schützt sie vor Außenkeimen und so weiter und bringt ihnen halt die Nahrung irgendwie mit in desinfizierter Form und so weiter. Und dadurch schützt man die, ja, und das machen ja auch die Schweden, ja. Aber alles andere ist sinnvoll, vor allem, es ist auch das ist sogar nicht besonders sinnvoll, weil
sobald die Leute wieder rauskommen, kommt ein anderer Windhauch und der heißt dann Influenza-Virus und dann erledigt der sie halt. Ne? Das ist halt, das ist nun mal der normale Prozess, da wir eben um die 80 rum und je nach Vorerkrankung und Vorschädigung eben zwischen 50 und 90 oder 50 und 100 eben im Sterben dran sind. Und das künstlich ändern zu wollen, ist einfach nur eine Wahnvorstellung. Und das haben natürlich die Schweden erkannt, weil da jemand entscheidet, der nicht total verfilzt mit der Medizinindustrie ist. Ne? So, jetzt gucken wir uns die Zahlen also weiter an. Wie war das? Hier hatten wir die 38.750 Toten der letzten 4 Monate. Im Winter haben wir also, Schweden hat da eine Toleranz gegenüber, dass wir sagen können, naja, in Wirklichkeit sind es dann in den 4 Wintermonaten, können wir problemlos verkraften, also sozusagen vielleicht 45.000 Tote, ja, in 4 Monaten, ja, also, ja. So, und jetzt sind da angeblich 1.500 gestorben. Das heißt also, es geht um einen Spielraum. Die 1.500 könnten ja innerhalb dieser 45.000 sein. Dann wäre das also der Spielraum von 43.500 bis 45.000, von dem wir reden. Jetzt, wenn das sich um tatsächliche, zusätzlich zur Wintersterblichkeit dazukommende Menschen handelt, wären wir quasi bei maximal 46.500. Und das sind so winzige Abweichungen, ja, von 45.000 sozusagen. Ich probiere mal, ob das mit der Prozentrechnung, ob das irgendwas ist, was funktionieren kann. Wie funktioniert das? 1% von 45.000. Das 1% von 45.000 wären 450, wenn das stimmt. 45.000 durch 100, ja, müsste stimmen. Könnte sogar stimmen. Ich habe das noch nie ausprobiert hier. Aber das dürften 1% dürften 450 Tote sein. Und wir haben also dann, wenn wir 1.500 durch 450 teilen, also 1.500 Tote in 4 Monaten durch 150 geteilt, durch 150 geteilt, nee, durch 450 geteilt natürlich, gibt 3%. Also wir haben eine Schwankung, eine eventuelle von 3% in der Sterbestatistik. Ja? Und dafür riesige Schäden zu riskieren durch einen Shutdown Schwedens. Da hoffe ich doch, die Schweden so vernünftig bleiben und sagen, den Fehler wie die anderen Länder machen wir nicht. Ne? Also wegen 3% Schwankung, möglicherweise Schwankung, denn wir wissen ja nicht, ob es sich um Menschen handelt, die mit Corona gestorben sind oder an Corona, das weiß ja kein Mensch. Wir kriegen ja nur Aussagen von Ärzten, das ist so, die Aussage ist das Gleiche, wie wenn ich zu einer Fastfood-Restaurant gehe und dann frage, ist denn das Essen, was ich jetzt bekomme, ist das denn gesund? Natürlich wird er mir sagen, dass das gesund ist, ja. Und er wird immer das bestätigen, was zu mehr Verkaufserfolg für seinen Berufsstand führt. Ne? Gut, ja, also von daher diese Sondermeldung, Sondersendung und Sondermeldung, weil einfach hier, das ist ein propagandistischer Großangriff auf Schweden, die jetzt um unter Druck zu setzen, eben damit es nicht auffällt, dass unsere Maßnahmen möglicherweise unnötig sind. Dazu passt auch noch der Raphael Bonelli mit seiner Psychiatrie-Sendung wieder über und er vermischt da aus meiner Sicht Meinungsfreiheit und Tatenfreiheit. Die Beate Bahner erwähnte einen Arzt, ja. Also die Beate Bahner, wenn die jemanden auffordert zu Taten, die egal, es ist doch ganz egal, ob die Gesellschaft sich gerade irrt oder nicht. Die Meinungsfreiheit besteht darin, dass man sagt, nein, die Leute, ihr irrt euch, die Wahrheit sieht so und so aus. Das darf jeder. Ja,
Aber die Tatenfreiheit doch nicht. Trotzdem muss doch jeder sich an die, wenn auch aus Irrtümern geborenen Vorgaben des Staates, hundertprozentig halten. Und die Frau Barner hat Leute aufgefordert, und das nennt man die Aufforderung zu einer verbotenen Handlung, und die ist selbst wieder eine verbotene Handlung. Und es ist doch klar, dass die dann psychiatrisiert werden muss oder Gefängnis bekommt oder was auch immer, ja? Denn das darf man nicht machen, ja? Also wir äußern hier, ich äußere hier meine private Meinung, aber ich fordere doch alle auf, sich selbstverständlich an die staatlichen Maßnahmen zu halten. Es spielt doch keine Rolle, ob der Staat im Irrtum ist. Der ist nun mal der Staat bestimmt, und wir halten uns an die Irrtümer, die vorgegeben werden. Das ist aber doch selbstverständlich, ja? Und auch der Arzt in der Praxis, der hat auch so keine richtige Meinungsfreiheit. Ich glaube, es ist eben so im Verständnis der Medizin, es ist so, wie wenn ich zu einer Filiale einer Fastfood-Kette gehe, dann hat der keine Freiheit. Der darf nur immer das Gleiche sagen. Und natürlich muss der, wie das auch Dr. Med. Rüdiger Dahlke gesagt hat, natürlich muss er als Arzt die Impfung empfehlen, zum Beispiel. Ja, weil das gehört zu seinem Fastfood-Kettenjob dazu. Ja. Und wenn er jetzt wirklich in der Praxis Patienten gegenüber gesagt hat, sie sollten sich vielleicht nicht an irgendwie Maßnahmen halten, dann hat er sich, dann gehört er natürlich in die Psychiatrie oder ins Gefängnis. Ja? Also, soweit mit dieser Sondersendung. Also, Schweden ist nicht widerlegt, sondern die Zahlen sind winzigst in Schweden, und entscheidend wird sein, ob die Summe, also die euromomotische Summe, ob am Ende die Summe der Wintersterblichkeit, zum Beispiel dieses Berges hier, die Summe der Toten hier jetzt von den dieser Sterblichkeit hier in diesem Winter übertroffen wird. Wenn das ein gewaltiger Unterschied sei, dann kann man darüber reden, dass Schweden vielleicht einen kleinen Fehler gemacht hat. Aber bis jetzt sieht es so aus, als wäre diese normale Wintersterblichkeit hier in der Summe höher als das, was sich hier abzeichnet. Na, denn diese Fläche unter dem Dings scheint kleiner zu sein als die Gesamtfläche hier. Oder wenigstens kein Unterschied zu sein. Ne? Und deswegen, also interessant wäre jetzt, wenn die Kurve von hier jetzt nochmal nach oben schießen würde und dahin ginge, ja, da oben irgendwie, dann, ja, natürlich, dann würde man sofort wahrscheinlich auch in Schweden sagen, jetzt machen wir den totalen Shutdown, ja. Aber ja, die Kurve ist auf strammem Weg nach unten, und alle anderen Kurven sind teilweise schon wieder am Boden, sind wieder zurück sozusagen, und ja, mal gespannt, wie das weitergeht. Aber auf jeden Fall finde ich es nicht in Ordnung, dass GMX da solch einen propagandistischen Krieg gegen Schweden führt, ja, und das ist aus meiner Sicht, das ist für mich schlechter Journalismus. Tschüssi.